Vor 30 Jahren, im Sommer 1979, gingen die ersten Schwulen und Lesben das erste Mal auf den Kurfürstendamm, um für ihre Rechte zu demonstrieren. So forderten sie beispielsweise die völlige Abschaffung des Paragraphen 175. Dafür wurden die Demonstranten damals noch beschimpft und bespuckt. Heute, nach 30 Jahren, geht die Stadt Berlin bunter und gelassener mit dem Thema Homosexualität um. Aber auch in Berlin scheint es noch nicht Normalität geworden zu sein, wenn der Nachbar statt einer Frau einen Mann liebt. Wir fragten einige Besucher des CSD, wie sie heute mit dem Thema Homosexualität umgehen und welche Erfahrungen sie gemacht haben. Wie finden Sie, dass diese Parade heute stattfindet? Habt ihr bloß durch Zufall erfahren? Durch Zufall? Ja. Haben Sie Radio Berlin 88? Wir waren gerade in Berlin. Aha, wo kommen Sie her? Eberswalde. 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 Wie geht man in Eberswalde mit dem Thema Schwulsein um? Ha? Wie geht man in Eberswalde mit dem Thema Schwulsein um? Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Das Motto des diesjährigen CSD lautet: Hast du was dagegen? Die Antworten darauf fallen vielfältig aus. Eins höre ich in den Gesprächen mit den Besuchern der Demonstration immer wieder heraus: Wer die Kraft findet, offen zu seiner Homosexualität zu stehen, ist mitunter weniger Anfeindungen ausgesetzt. Es ist im Prinzip ein Umzug, der einfach dafür gilt, dass sich deren gedenkt, wie das überhaupt alles zustande gekommen ist. Es hat schon alles eine Bedeutung. Also die Love Parade ist echt einfach nur sinnlos feiern und das hier ist sinnlos feiern mit Hintergrund. Und wie findest du, dass die Schwulen und Lesben für Recht auf die Straße gehören? Also da ich selber lesbisch bin, finde ich das extrem gut. Also ich finde, Unterdrückung ist etwas, was Deutschland allgemein, die ganze Welt lange genug hatte. Man sollte aufhören mit allem allgemeinen Unterdrückung. Es gibt Menschen, die halt sich zu Männern in Zug fühlen. Jeder soll das machen, was er denkt, wenn ich und damit glücklich werde. Du bist noch sehr jung. Ja. Und wie gesagt, vor 30 Jahren sind die Schwulen und Lesben auf die Straße gegangen, um für ihre Rechte einzustehen und dafür zu kämpfen. Man hat sie auch damals bespuckt und also unschön behandelt, damals auf dem Kudamm. Was machst du für Erfahrungen deiner Altersklasse? Was mache ich für Erfahrungen meiner Altersklasse? Also ich mache viel Erfahrung. Also ich meine, man sieht dir das ja nur nicht auf der Nasenspitze an, dass du andere vom anderen Ufer bist. Eigentlich schon, wenn man weiß, dass ich Mädchen bin. Also keine Ahnung, nein, das mache ich für Erfahrung. Man wird oft immer noch gedisst und angesprochen und weiß ich nicht was. Aber ich höre da nicht wirklich hin, also mir ist es egal. Wo kommt das deiner Meinung nach her, dass das so ist, dass momentan der Stand so ist? Weil in den 90er Jahren war es ja immer ganz schick, schwul zu sein. Weil es die Menschen nicht verstehen. Die Menschen verstehen es nicht. Was in den Menschen vorgeht und können überhaupt nicht nachvollziehen, was da passiert und deswegen grenzen sie es aus und wollen damit nichts zu tun haben. Ich bin mit einem weiteren Demonstranten ins Gespräch gekommen. Ich wollte von ihm wissen, wie er mit Problemen des Schwulseins im Alltag umgeht, auch wenn er mal vielleicht beschimpft wird. Meistens ignoriere ich es, weil ich weiß, dass die Leute das nicht besser wissen, dass sie sich mit dem Thema Homosexualität noch nicht selbst beschäftigt haben und dass solche Sprüche von Unwissenheit herrühren. Und du bist ja in einer Altersklasse, wo gerade Schwulsein nicht so angesagt ist, nicht so sexy ist. Ich sag mal so, in den 90er Jahren war es durchaus schick gewesen, aber jetzt gar nicht mehr. Woran liegt das? Liegt es an den schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen, die wir jetzt momentan wieder haben? Ja, also ich denke, viele sind einfach noch nicht so offen, so bereit, sich heutzutage so gerade in meiner Altersklasse gehen zu lassen, sich einzugestehen, dass sie schwul sind, weil es immer etwas von
doch sein, dass sie selber damit ein Problem haben. Ja, also ich denke mal schon, dass einige schwul sind oder bisexuell sind und es sich nicht eingestehen können und dass halt ihre Aggression auf andere Hier kann man also noch einmal das Motto des diesjährigen Christopher Stretes auf dem Wagen lesen. Hast du was dagegen? Welche Erfahrungen habt ihr denn mit dem Schwulsein, Anderssein hier in Berlin gemacht? Gibt es Situationen, wo man euch auch mal anmacht? Nein. Nein. Und gar nicht in Berlin. Wo kommt ihr denn her? Berlin. Aus Berlin. Also ihr habt in eurem Leben noch keine Benachteiligung erfahren oder dass euch bedroht hat oder so? Und nehmen wir mal an, du hättest jetzt nicht ihn an seiner Seite. Wie würdest du es anstellen, dass du einen Mann auf der Straße kennenlernst, seine Handynummer erfährst, um ihn kennenzulernen? Das werde ich ihm, genau das werde ich ihm sagen. Aha, ja. Auch in der U-Bahn, ja? Ja, in der U-Bahn vielleicht nicht unbedingt, aber... Ansonsten ist das eh nur mein bester Freund, der hat seinen Freund da. Ah ja, und wie hast du deinen Freund kennengelernt? Durch mich. Durch dich, ja? Aha. Ja, das ist ja, und das ist der Freund, das ist ja? Der Freund. Ja, wieder Freund. Genau. Das ist ja niedlich. Ja, danke. Und wie habt ihr euch damals kennengelernt? Wir haben uns hier in Berlin kennengelernt. Und wie? Ja, in einer Diskothek, ich habe ihn stehen sehen und dachte mir, ja, der sieht ja genial aus, ja. Aha. Und wie lange seid ihr denn schon zusammen? Wir sind jetzt seit 6 Jahren zusammen. Seit 6 Jahren? Genau. Und in der Disco kennengelernt? In der Disco kennengelernt. Also ganz klassisch, ohne Internet und ganz direkt. Richtig, ja. Ja, dann wünsche ich euch heute beim CSD noch viel Spaß und Lust an der Party. Danke, tschüss. Das Wetter war dieses Jahr nicht so gut. Immer wieder regnete es ein bisschen oder schauerte. Die Parade brauchte ein bisschen, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Doch ab dem Potsdamer Platz änderte sich die Stimmung und die Leute wurden richtig fröhlich. Auch der junge Mann hier im Bild zeigt uns gerne bereitwillig, warum er im Sportstudio die Gewichte stemmt. Er wollte ein Muskelmann werden. Wir grüßen ihn von dieser Stelle aus und hoffen, dass wir ihn im nächsten Jahr wieder auf dem 31. Christopher Street Day wiedersehen. Dies war eine bunte Parade, die auch in diesem Jahr viele Berliner und ihre Gäste anzog. Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. In diesem Sinne demonstriert und feiert der CSD jedes Jahr dafür, dass Berlin eine freie Stadt ist und bleibt.